Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ostwind. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und ich habe mal eine kurze Pause gemacht nach dieser aufregenden Apfeljagd. Meine Güte, war das spannend und mitreißend und überhaupt und noch viele andere Worte, die mir nicht einfallen. Vermutlich habt ihr sie alle in die Kommentare geschrieben. Und wir wollen jetzt zu einem bestimmten Punkt, denn ich habe, wie gesagt, zwei Missionen entdeckt. Die eine war hier beim Bahnhof im dunklen Wald und eine war hier unten. Und da reiten wir jetzt mal hin und gucken, was uns dort erwartet. Vielleicht finden wir unterwegs ja auch noch die ein oder andere Schnitzerei. Ich muss zugeben, dass ich bei den zweimaligen hier hinreiten die ein oder andere Schnitzerei gefunden hatte. Das heißt, wir haben jetzt mehr Schnitzereien und auch mehr Pflanzen, als wir es hatten, bevor wir dort oben angefangen haben, diesen Missionswahnsinn durchzuziehen. Reite ich dann überhaupt richtig? Es sieht so aus. Nur damit ihr euch nicht wundert, wenn ihr jetzt guckt und wir jetzt zufällig eine Statue finden und dann steht da eine ganz andere Zahl als ihr da. Da sieht man es auch, da wird es angezeigt gerade. Da oben, da ist die Mission. Da geht es nun hin. Und ich bin gespannt, was das für eine Aufgabe ist, die da für uns bereit ist. Jetzt müssen wir erstmal einen Weg hinfinden. Hier waren auf jeden Fall die ganzen Wölfe. Da ist er. So, halt, stopp, was denn? Stopp, stopp, stopp. Rückwärts. Düt, 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 düt. So. Mika, du hast doch so ein gutes Händchen für problematische Pferde. Ja, für die Therapiepferde, die hier sind zur Therapie. Ich glaube immer noch, dass das Pferde sind, die in der Therapie sind. Auch wenn eure Begründung ganz plausibel klang, dass das Pferde sind, die zur Therapie genutzt werden. Zur Therapie von zum Beispiel Menschen. Also meistens sind es nicht die Pferde, die problematisch sind, Oma. Wie auch immer. Eine Gruppe von Kunden ist gerade ohne ihre Pferde zurückgekommen. Dafür mit jeder Menge blauer Flecken. So viele böse blaue Flecken. Wo kommen die wohl her? Sind sie in einen Topf voll Blaubeeren gefallen? Und deswegen haben sie ganz viele blaue Flecken auf der Kleidung. Autsch. Sind sie abgeworfen worden? Ist mit den Pferden alles in Ordnung? Das weiß ich nicht. Seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Und deshalb sollst du dich auch gleich auf die Suche nach den Pferden machen. Das würde uns gerade noch fehlen, wenn hier die Pferde unserer Kunden abhanden kommen. Beruhige dich, Oma. Ostwind und ich sind schon unterwegs. Vielleicht finden Suchst wir ja auch... du bitte die Pferde, Mika? Wenn ihnen etwas passiert, verlieren wir womöglich die Kunden. Vielleicht finden wir ja auch den Blaubeertopf. Dann können wir uns kopfüber in die Blaubeeren stürzen. Oh Gott, wie viel müssen... 5 Pferde! Na, da bin ich ja mal ein Garant für sowas. Wir haben 5 Minuten Zeit, 5 Pferde zu finden. Also pro Pferd eine Minute. Okay. Wir gucken erstmal wieder hinter uns. Wir hatten das ja schon mal, dass sich da so eine Kuh hinter uns versteckt hat. Wir müssen natürlich die schnell finden, denn hier sind ja auch die bösen Wölfe, die hier sind und vielleicht die Pferde wegnommen wollen. Das können wir natürlich nicht zulassen. So, hier unten beim Bahnhof war auf jeden Fall kein Pferd. Wow! So. Hier oben sehe ich auch gerade keins. Wir reiten mal hier runter und hier rum. Vermutlich habe ich schon wieder eins der Pferde übersehen. Das ist mir ja auch passiert bei der Kuh. Da habt ihr ja zu Recht auch dann gesehen, dass ich beim ersten Mal, als ich die Kuh nicht gefunden hatte, da stand sie unter einem dieser Strommasten. Also sie stand nicht unter Strom, sondern sie stand unter Strommasten. Hey, bist du ein Reh? Nee, du bist ein Wolf. Na genau. Du bist ein böser Wolf. Geh bloß weg. Toll, es sind schon 3 Minuten... Nee, es sind schon 1,5 Minuten rum und wir haben noch kein Pferd gefunden. Unsere Statistik ist schlecht. Und jetzt hängen wir hier auch noch in so einem Stein fest. Hör mal auf hier immer sich durchzudrehen, Ostwind. Ostwind, Ostwind. Du bist kein Kreisel. Du musst dich mal für eine Art entscheiden. Entweder Pferd oder Flummi oder Magnet oder Kreisel. Aber nicht alles gleichzeitig. Hier natürlich steht eins beim Abdeckhof. Das waren alle in diesem Gebiet. Aber im nächsten Gebiet sind noch mehr versteckt. Ach so. Ach so. Na dann. Ich
dachte, die wären alle da. Ich ging davon aus, dass alle 5 Pferde in diesem Gebiet wären. Aber das war wohl nicht der Fall. Ah ja, Ostwinds Ausdauer ist erschöpft. Wow! So, jetzt haben wir wieder Ausdauer. Und jetzt gucken wir hier. So, wo könnte hier das Pferd sein? Da könnte es zum Beispiel sein. Prima, das waren alle in diesem Gebiet. Aber im nächsten Gebiet sind noch mehr versteckt. Das war einfach. Wobei, es war auch gar nicht so einfach. Es stand da schon ganz gut getarnt in den Bäumen. Wir hatten nur Glück, dass wir das sofort erspäht haben. So, jetzt hier. Das ist ein großes, offenes Gebiet. Das dürfte eigentlich... Also es müsste einfach sein. Da trabt es lang. Das bewegt sich auch noch. Nein, du bist eine Kuh. Naja, fast das Gleiche. Wie wir ja bei... Wurm Unlimited gesehen haben, wo Creepy ja auch eine Kuh geritten ist. Das ist ja jetzt gemein. Das heißt, jetzt müssen wir unterscheiden, ob das eine Kuh oder ein Pferd ist. Hat 4 Beine, hat einen Kopf, könnte ein Pferd sein. Bist du das Pferd? Nein, du bist auch eine Kuh. Ist hier oben ein Pferd? Nein, ist auch kein Pferd. Ein gut getarntes Pferd. Bist du das Pferd? Nein, du bist auch eine Kuh. Wenn ich wüsste, wie das Pferd aussieht, hätten wir... Gibt es keine Fahndungsfotos von den Pferden oder so? Du bist auch eine Kuh. Oh, jetzt ist mir schwindelig. Oh, das war zu weit gedreht. Da ist das Pferd. Versteckt in dem Grünzeug. Prima, das waren alle in diesem Gebiet. Aber im nächsten Gebiet sind noch mehr versteckt. Ja, ja. Wir sind unterwegs. Mika, Ostwind und Katafi auf dem Weg zum Pferderennen. Jo. 3 von 5 Pferden haben wir schon. Wie mies wäre es, wenn wir das letzte Pferd nicht finden. Dann haben wir alle 4 gefunden und das letzte gibt es. Dann müssen wir nochmal, wenn wir das nicht finden konnten. Das wäre ja ganz... Ich habe die Zone nicht gesehen. Ich war schockiert. So. Schon wieder ganz viele Kühe. Jetzt ist wieder die große Frage, bist du eine Kuh oder bist du ein Pferd? Du bist eine Kuh. Eine Kuh. Vielleicht da oben. Vielleicht auf dem Aussichtspunkt. Hat sich gedacht. Guck mal hier. Von da oben. Da hat man eine schöne Aussicht. Kann ich alles überblicken. Nee. Ja, nicht. Eine Idee. War nur eine Idee. Da sie sich gerne hier immer in den Bäumen verstecken, gucken wir mal hier mit dem Flummi. Oh Gott, schon 3,5 Minuten rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach Gott. Du und die Uhr lesen. Ja, du und die Uhr, ihr werdet heute auch keine Freunde mehr. 1,5 Minuten sind erst und du hast noch 3,5 Minuten. Trotzdem kein Grund, hier irgendwie jetzt die Konzentration zu verlieren. Bist du ein Pferd? Du bist ein Pferd. Komm her, Pferd, 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 Pferd. Das waren alle in diesem Gebiet, aber im nächsten Gebiet sind noch mehr versteckt. Ja, und da geht... Na? Da irgendwo. Wo denn? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ostwind! Hör doch mal auf, Flummi zu spielen! Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich muss doch da runter, oder? Ich muss da runter und dann die Straße entlang. Okay. Oder muss ich da oben lang? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Wieso teleportierst du mich da nicht hin? Wieso gibt es kein Navi? Ich brauche ein Navi. Nee, da geht's gar nicht lang. Oh Gott, oh Gott. Kann ich hier runterspringen? Nein, warum nicht? Ostwind, das ist doch gar nicht so hoch.
hast Wind, wir haben nur noch 4 Minuten. Du hast jetzt schon 1 Minute hier oben vertrödelt, weil du immer Flummi spielst an allem Scheiß hier. Ich sehe die Zone gar nicht. Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Nach da. Das ist ja schön, dass ich das jetzt erfahre, dass ich nach links muss. Hätte man auch mir vorher mal sagen können. Nicht erst, wenn ich schon dran vorbei bin. Da vorne ist die Zone. Warte. Nein. Ostwind. Runter. Wir müssen hier runter. Ich brauche ja schon 5 Minuten, um überhaupt in die Zone zu kommen. Meine Güte. Ja, ja. Ostwind Ausdauer. Ostwind Ausdauer. Ostwind muss mal ein bisschen mehr hier trainieren. Kann ja nicht sein. Nach 2 Metern ist er erschöpft. Das ist nur für ein Pferd. Oh, Schleicher. Meine Güte. Das ist jetzt schon wieder so, so ein dichtes Gebiet. Das heißt, wir müssen wieder ganz viel suchen und ganz viel aufpassen. Und meine Güte, Ostwind, wenn du jetzt musst du mit so. Jetzt guck mit. Jetzt guck aber mit, Ostwind. Und sag Bescheid, wenn du ein Pferd siehst. Na, dann wirst du auch. Oh mein Gott, 3 Minuten nur noch. 3 Minuten für dieses ganze Gebiet, was sehr verwinkelt ist und sehr viele irgendwie Bäume und Waldstücke und alles hat, in dem man sich gut verstecken kann als Pferd. Och nee, Ostwind, Ostwind, Ostwind. Ostwind, du machst mich gerade echt wahnsinnig. Fang jetzt nicht an, hier jetzt rumzukacken. Weißt du, dann komm ich da durch den Monitor. So heißt das Teil. Oh mein Gott. Nur noch 2 Minuten. Da ist... Ach, oh. Gott sei Dank. Alle Pferde sind unversehrt. Gut gemacht, Mika. Zum Glück hast du ein gutes Händchen für problematische Pferde. Eieieiei. Meine Güte, so viel Stress. Oh. Das hält doch auch keiner aus. Aber wir haben auch diese Mission erfolgreich geschafft. Und tut mir leid, Ostwind, wenn ich... Ja, gib mal Ruhe. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen böse mal ab und an zu dir bin, Ostwind. Aber du stellst dich auch manchmal komisch an. Das muss man ja mal so sagen dürfen, dass du dich komisch anstellst. So, wo geht's? Da muss... Ich muss dann mich nach links halten. Ja, war hier noch irgendwo eine Mission. Da. Da erscheint sie gerade. Oh Gott, Vorsicht, Ostwind, da ist eine Straße. Die hätten wir fast einfach überritten. Du weißt doch, wie das ist, Ostwind. Wir gucken erst nach links. Dann gucken wir nach rechts. Und dann gucken wir wieder nach links. Und erst dann reiten wir über die Straße. Und das geschwind, so. Oder flink, aber nicht geflink. Nehmen wir schnell noch die Pflanze mit. Ich habe da hinten einen übersehen. Ich weiß, es tut mir leid. So. Ich wollte noch schnell zu dieser Mission. So. Das Pferd ist außer Gefahr. Das hast du gut gemacht, Mika. Ja. Okay, und jetzt? Hallo? Aber die Bedrohung ist immer noch da draußen. Ich muss unbedingt diese Pflanzen beseitigen. Und es ist nicht nur eine Pflanzensorte. Ich habe auch noch andere gesehen. Oh nein! Da wartet ja allerhand Arbeit auf mich. Ja. Und du solltest keine Zeit verlieren. Ich habe dir die Stellen markiert, an denen ich die Pflanzen gesehen habe. Ich hätte sie auch selbst mitnehmen können, aber ich hatte keine Lust, denn ich musste Holzfiguren schnitzen. So viele? Bin schon unterwegs. Na gut, ich habe dir die Stellen markiert, an denen ich die Pflanzen gesehen habe. Sammle sie alle auf. Natürlich. Oh Gott. 45 Giftblumen. Oh mein Gott. Und das in nur 1,5 Minuten. Dies ist heute ist auch wirklich wieder alles unter Zeitdruck. Immer diese Hetzerei. Natürlich, Ostwind. Das war mein Fehler. Das tut mir leid. Da bin ich zu früh abgebogen, da kannst du nichts für. Da hätte ich ein bisschen später erst reagieren dürfen. Da war ich zu schnell. Habe ich zu früh schon gedacht, jetzt...
hat Mika mit ihrem 5-Meter-Arm den erreicht, diese Pflanze. So. Zum Glück sind auch dies scheinbar TARDIS-Blumen, denn wie wir sehen, kriegen wir... Oh Gott, Straße! Immer wieder ein paar Sekunden, wenn wir eine dieser Blumen aufsammeln. Prima, das waren alle in diesem Gebiet. Aber im nächsten Gebiet sind noch mehr versteckt. Ihr steigt ja auch über Stuhl und Bänke. Okay, so schnell, schnell, schnell ins nächste Gebiet. Komme ich da überhaupt hin? Nein, wie komme ich denn da hin? Ostwind, hast du eine Idee, wie wir da jetzt hinkommen sollen? Kennst du dich ja aus da? Da geht's durch. So. Das sind weiße Blumen. Die sind aber auch schön. Also da muss ich schon sagen, ich verstehe da die Tiere, die da sagen, die Blume sieht aber echt lecker aus. Die möchte ich mal anknabbern. Also das ist schon nachvollziehbar. Weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde das nachvollziehbar. Auch komisch ist, dass Ostwind auch Ausdauer bekommt, wenn er die aufsammelt. Sammelt die vielleicht gar nicht Mika auf, sondern Ostwind sammelt die mit seinem Mäulchen auf. Das wäre natürlich gar nicht gut. Prima, das waren alle in diesem Gebiet. Aber im nächsten Gebiet sind noch mehr versteckt. Ja, Ostwinds Ausdauer ist erschöpft. Muss ja mal eine von diesen Pflanzen wieder mümmeln. Denn die scheinen ja für ihn eher positiv zu sein. Für die anderen sind die alle gefährlich, aber Ostwind kriegt dafür Ausdauer, wenn er die mümmelt. Vielleicht sind die gar nicht giftig. Nur die versuchen hier irgendwie zu verhindern, dass auch andere an diese geheimen Superpflanzen kommen, die die Pferde unglaublich ausdauernd und schnell machen und sogar die Zeit beeinflussen können. Bumm. Gegenrand. Prima, das waren alle in diesem Gebiet. Könnte das der Grund sein? Die sind gar nicht giftig, sondern das ist eine geheime Pflanzenzucht, die wir hier aufdecken. Und die darf niemand finden. Oh mein Gott. Und oh mein Gott, ist das weit weg. Und oh mein Gott, hat Ostwind schon wieder wenig Ausdauer. Wären hier doch mal ein paar dieser Pflanzen, von diesen Ausdauerpflanzen. Aber keine da. Bei Zelda gibt es die ja auch. Solche Pflanzen, wenn man die mümmelt, dann kriegt man Ausdauer. Ostwind, also bitte. Diese kleine Hürde, die kann man doch mal hochhüppeln. So. Ja, natürlich. Drüber geflogen. Die Pflanze kann er nicht einsetzen. Er kann da nicht durchreiten durch die Bäume. Was ist denn heute schon wieder los? Hä? Was? Erst reitet er plötzlich rückwärts, dann sprintet er los. Also die Pflanzen scheinen Ostwind nicht gut zu bekommen. Vielleicht sollte man die doch nicht mümmeln. So. Sehr gut, Mika. Immer weiter so. Wann immer du solche Pflanzen siehst, beseitige sie. Das machen wir ja. Das tun wir natürlich. Denn scheinbar sind die nicht so gut für Ostwinds Psyche. Und wir haben auch diese Mission geschafft. Jawoll. Woo, es gibt immer noch Arbeit. Wer weiß. Ich kenne jetzt jedenfalls keine mehr. Und wir haben auch für heute schon wieder genügend Dinge getan. Wir haben andere Pferde gerettet. Wir haben präventiv Pflanzen weggesammelt, bevor noch irgendwie andere auf die geheimen Zutaten dieses Kaltguts, wie auch immer, kommen.
Und dann sehen wir uns, glaube ich, beim nächsten Mal. Also ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.